Ja, hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medien 2 Hardcore. Und dann würde ich sagen, legen wir auch direkt los. In der letzten Folge haben wir mal ganz kurz unseren Lager sortiert. Genauso wie natürlich unsere Pferdemedaille schon mal geholt, denn wir haben jetzt einiges zu erledigen. Wir möchten natürlich zum einen das Pferd auf Level 2 kriegen. Das ist jetzt schon mal erstmal der erste Schritt to go. So, denn auf Level 2 bringt uns das Pferd natürlich etwas, wenn es... Oh, RIP, Digga. Oh, das ist belastend. Denn auf Level 2 bringt es uns natürlich ein bisschen mehr Statuspunkte. Deswegen sollten wir das Ganze ausnutzen natürlich. Wenn das Pferd mal kommt, da ist es auch schon. So, Stallbursche, ich möchte das Reiten lernen. So, wohin geht es, mein Junge? Nach da unten. Okay. Währenddessen können wir jetzt gerade mal kurz mit den Chars hier reden, was wir hier zu tun haben. So, jetzt haben wir eine gelbe Rose bekommen mit 5 blauen Drängen. Brauchen wir nicht, kann weg. So, dann können wir noch mit dem Hauptmann sprechen, mit dem Biologen sprechen. Und so haben wir dann auch schon alles abgeklappert für die Pferdequest. Gucken wir mal, ob das Ding dann auf Level 2 geht. Wir haben jetzt 234, Moment, 234 bis 251 Damage im Moment jetzt gerade. Wir haben jetzt noch nichts Pferd auf Level 2. Mal gucken, wie viel es danach hat. So, jawohl, ich habe neuen Befehl. Machen wir. Und wir passen natürlich auf uns auf. So, frag Juan. Ja, da ist er auf Map 2, deswegen passt die Sache. So. Der Deserteur war zum Glück noch eine relativ einfache Nachricht. Einfache Quest, Entschuldigung. So, jawohl, ich studiere Tourpilze, dafür brauchen wir die hungrigen Braunbären, waren sie, glaube ich, ne? Hungrige Braunbären, mal gucken. Hungrige Braunbären, jawohl, let's go. So. Mal gucken. Jetzt sind wir gleich an unserem Zielpunkt angekommen und dann schauen wir mal, ob wir das Pferd auf Level 2 kriegen oder nicht. Wäre natürlich super, wäre hilfreich. Aber dass es beim ersten Mal klappt, werden wir herausfinden. So. Hey, da haben wir noch einen 20er Mädchenstein. Theoretisch könnten wir den looten. So, jetzt erstmal zurück zum Stallburschen. Zum Stahlmeister. So. Ah, wobei, der hat doch vor 2 Folgen angesprochen, der Trank der Weisheit, dass wir den eigentlich gewastet haben. So. Ne, wir haben ja immer noch für 1 Stunde und 8 Minuten. Das heißt, wir haben noch. Ja, wir haben noch ein bisschen Puffer. Geil. So. So, normales Pferd. Du bist noch voll. Das ist ganz gut. So, Stallbursch. Komm mal her, Kollege. Möchtest du unser Pferd leveln lassen oder nicht so? Natürlich nicht. Natürlich nicht, Digga. Und zurück. Here we go again. Ja, das ist halt der Nachteil für Pferdequests. Details, wenn wir halt Pech haben, dann haben wir halt eine ganze Folge, wenn nicht sogar 2 Folgen nur PQ. Aber ja, alles für das bisschen mehr Damage, sage ich euch, wie es ist. So, alles für das bisschen mehr Damage. So. Ich sage jetzt normalerweise, bei der PQ, ich lasse mich auch immer töten, ziehe alles aus, lass mich töten. Dass ich schnell in der Stadt bin, aber nicht mal das dürfen wir halt machen. Ah, Mann, ey. Ich muss sagen, meine Spielweise ist echt eingeschränkt mit dieser Hardcore-Spielweise. Aber muss ich sagen, es macht ja echt eine Menge Spaß. Also so ist ja nicht. Ich finde es auch echt geil. Also von daher, es macht wirklich Laune. Es ist auf jeden Fall echt spannend. Man muss auch sagen, wie gesagt, so jeden meiner eigenen Schritte genauestens zu beobachten, ist nicht immer ganz so einfach. Deswegen, ja. So. So, aber jetzt gönnt uns der Stallmeister das Pferd auf Stufe 2, oder? Entschuldigt, Leute. Ich bin eigentlich gar nicht müde, wirklich nicht. Aber mein Körper sagt wohl, doch, du bist müde, Kollege. Keine Ahnung. So, ich habe zwar die Nacht jetzt nicht so gut geschlafen, aber... Jawohl! Pferd Level 2.
So, jetzt schaut mal an hier. Wir hatten 234 bis 251. Jetzt haben wir 235 bis 252. So, das sind immerhin ein Damage mehr. Einen ganzen Damage mehr, Leute. Zeig euch, wie es ist. Haben oder nicht haben. Ich meine, wir schätzen es ja auch schon mit Angriff plus sehr, sehr wert. Und jetzt den 20er Mädchenstein, den wir gesehen haben, den werden wir jetzt auf jeden Fall mitnehmen. Weil, natürlich, der kann uns ein FB droppen. Deswegen, das lassen wir jetzt nicht außen vor. Auch wenn wir jetzt schon Level 26 sind. Außerdem, wenn wir Glück haben, bringt er uns ein paar hungrige Braunbären raus, die uns zu unserer Biologen-Quest natürlich auch noch verhelfen. So, gucken wir mal. Wir sind mal gespannt am 20er Mädchenstein, wie viel Damage wir hier machen. So, 314, 319, 397, das war ein Crit. 330. Ja, doch, wir sind echt gut dabei, wirklich. Sehr geil. So. Ich so bedenke, was wir hier zu kämpfen hatten an einem 20er Mädchenstein. War unnormal gewesen. Und jetzt einfach ohne Probleme. So, 34er Rüstig. Leider blank. Das sind normale Braunbären, das heißt, kann ich auch behalten. Ja, wow, also das wird, wir droppen eine echte Menge. Ruhig, alter Falter, ey. So, lass mal kurz die Braunbären herkommen. So, damit haben wir schon 9 Stück zusammen. Gucken wir mal, wie viele davon klappen. Dann fahren wir jetzt nochmal einen guten Teil zusammen und dann passt die Sache. Wir wissen ja ungefähr, wo die hungrigen Braunbären sich rumtreiben. Deswegen passt das. So, die Rüstung an dem machen wir weg. Brauchen wir ja nicht. So, erster Pilz unbrauchbar. So, einfach anklicken, Enter und gib ihm. Okay, von den 9 Stück haben 5 geklappt. Das heißt, am besten sollten wir nochmal 10 mitnehmen. So, jetzt gucken wir gerade mal nach den hungrigen Braunbären. So, da haben sich ja einmal hier hinten welche umgetrieben gehabt, glaube ich, oder? Oder weiß ich das doch nicht mehr ganz genau? Ich weiß es doch nicht mehr ganz genau. Hups. So. Grizzly. Nee. Ah, nee, hier war normale Bären-Shit. Ja, da müssen wir ein bisschen weitergehen. Ich glaube, hier oben auf der Insel waren die. Oder da unten. Eins von beidem. Ich weiß es nicht. So, der 15er Mädchen. Ah, ja, hier, hungrige Braunbären. Sehr gut. So. Ah, das war jetzt schlecht. Das war richtig schlecht von mir gerade. Gar nicht so schlimm. Da haben wir nochmal 3 Stück. Sehr gut. Dann haben wir hier nochmal. Ja, das sollte dann eigentlich reichen. Und dann können wir auch gleich wieder Map 2 gehen. So. Haben wir denn jetzt nur einen bekommen? Achso, das war nur ein Braunbär, ne? Lul. So. Aber wenn wir Glück haben, reichen die 9 Stück. Ah, ne. Da oben, perfekt. Nehmen wir die lieber doch nochmal mit. Gehen wir hier auf Safe. So. Genau. So, 12 Stück. 12 Stück sollten auf jeden Fall reichen, Leute. Das werden wir jetzt mal ganz kurz auschecken, natürlich. Dann geht es auch schon weiter hier. Mein Pferd ist jetzt Level 2, das ist super. Bringt uns ein kleines bisschen mehr Damage. Und ganz ehrlich, den 15er Mädchenstein, den nehmen wir jetzt auch noch mit. Ob wir jetzt was droppen oder nicht, spielt jetzt keine Rolle. Ja, wobei, doch, spielt eigentlich eine Rolle. Aber ich glaube, ich habe ein gutes Gefühl. Und ich meine, wir brauchen jetzt zum Glück nicht mehr so lange für die Steine. Hehehe, ja, boy. So, und ich meine, gute Erfahrungspunkte kriegen wir auch noch. Also, so ist es ja nicht, ne?
So, gucken wir mal. Vielleicht droppt ihr ein Büchlein für uns. So ein verzaubertes Klingen-FB oder so ein Segen-FB. Gucken wir mal. Lassen wir uns einfach überraschen. Ich sag mal, ein Segen-FB kriegen wir vielleicht daraus. So. Nevermind, wir kriegen nichts raus. Okay. Ja gut, okay, wir sind ja auch 11 Level drüber. Maximal 10 sollte man ja drüber sein. Danach sollte man es eigentlich eh knicken. Beziehungsweise vergessen. So. So, heute haben wir halt hier leider mehr eine Laufquest-Folge als alles andere. Aber ganz ehrlich, das ist nicht schlimm, weil es gehört natürlich dazu, ne? Also, das gehört halt einfach mit dazu. Das ist halt Metin 2. So, dann gucken wir uns mal. Biologe. Du wirst Stressbiologe. Alter, 4 in Folge. Ah, Phoenix-Utama bekommen, Leute, mit. Let's go! 15 Windwiderstand! Ja, moin! Oh mein Gott! Ah, ist das fetzig, Alter! Aha! Jo, da haben wir ja böse reingelackt. Schaut euch das mal an, Leute. 15 Windwiderstand im Phoenix-Hut drin. Wow! Wow, 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 wow! Nicht schlecht, Herr Specht. Nicht schlecht. Weil Wind ist uns natürlich jetzt ein Riesenvorteil. Und wisst ihr nämlich wieso? Manche Monster auf Map 2 sind nämlich Wind. Das heißt 15% weniger Damage für uns. Na gut, in unserem Fall leider nicht mehr so relevant, weil so wirklich viel Damage machen sie jetzt leider auch nicht mehr. Oder glücklicherweise nicht mehr. Aber hier, seht ihr das? Wind. Seht ihr das? Wind. Seht ihr das? Wind. Ja, boi. Oh mein Gott, das ist nicht wahr. 15% Windwiderstand. Das nenne ich mal Insane Drop hier. So. Wow. Wow, 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 wow. Wow. Nicht schlecht, Herr Specht. So, gepanzerte Kavallerie. Das heißt, nächstes Mal Map 1, dann haben wir hier nochmal eine Quest fertig. So, der Deserteur. So, 35k Erfahrungspunkte. Oh mein Gott. Alter Verwalter, 15 Wind. Ich fasse es nicht. Das kann ich jetzt echt nicht fassen, Leute. Wirklich nicht. Das ist echt insane. Aber da muss man halt auch sagen, Questen ab und zu lohnt sich halt auch einfach, ne? Einfach mit dieser Chance, dass man was kriegen könnte. Und wir haben es einfach bekommen, Alter. Gut, im Vergleich, wir haben jetzt natürlich dann theoretisch 12 Verteidigungen weniger. Aber in dem Fall ist das voll okay, glaube ich. Wind wieder. Standwert. So, mal gucken, ob mir darauf jemand eine Antwort geben kann. Falls natürlich hier überhaupt jemand online ist. Ich meine, ich suche, spiele immer so zu den angenehmsten Zeiten, um natürlich in Ruhe zu farmen. Deswegen kann natürlich auch sein, dass halt einfach keiner da ist. Beziehungsweise auch keine Ahnung hat. So, aber das ist insane. Das ist richtig insane. So. Okay, ich meine, das ist auf jeden Fall echte Menge Holz.
Also von daher, theoretisch, da ist bestimmt was fürs neue Trainer für uns. Theoretisch. Also, da beschweren wir uns jetzt mal nicht. Aber das ist echt insane. 15 Wind. Das ist Wahnsinn, wirklich. So. Aber meine lieben Freunde, wir sind jetzt leider am Ende dieser Folge angekommen. Mit diesem überragenden Drop verabschiede ich euch jetzt. Habt einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.